Once, zwei. Ja, was war denn hier los? Ilse Aigner, Schirmherrin des Festzeltes zur Schönheitskönigin, setzt das ganze Gasthaus plus Fotografen unter Wasser. Nein, unter Bier. In 53 Tagen darf sie das Ganze wiederholen, wenn sie auf der Eulenwiesen das erste Holzfass anzapft. Ehrlich gesagt, beim letzten Mal hat es wunderbar funktioniert und auch schon öfters. Warum es jetzt heute nicht geklappt hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ganze Ding wieder rausgeflogen und wir sind alle richtig nass geworden, auch ich. Auch 2019 steht das Zelt für Tradition, Gemütlichkeit und echte Wirtshauskultur. 600 Plätze mehr, eine neue Bar und viele bayerische Schmankerl. Für mich ist es einfach ein Bekenntnis zu dieser unglaublich tollen Tradition, jetzt hat Volkssänger wieder aufleben zu lassen. Der Jürgen macht es seit 25 Jahren mit den Brettelspitzen jetzt hat auch ganz prominent, aber vor allem jetzt hat eben auf der Wiesn und auf der Eulenwiesn ganz besonders. Und in dem wunderbaren Zelt der Schönheitskönigin ist es ein unglaubliches Ambiente, wo die Leute singen können, wo sie sich wohlfühlen können. Das Wirtshauszelt gibt es seit 2017. Traditionsbewusst und dennoch neu. Neu ist vor allem die Größe. Also wir wachsen. Die Schönheitskönigin wird schön langsam erwachsen, was uns ungemein freut. Und insofern haben wir natürlich auch beim Programm ein bisschen mehr draufgesattelt. Wir haben uns wieder saugute Musikanten ausgesucht für dieses Jahr. Es sind fünf neue Kapellen mit dabei in der großen altbayerischen Besetzung. Also das mit zwei Klarinetten, zwei Trompeten. Damit alle Gäste kräftig mitsingen können, werden wieder rund 30.000 Liederhefte gedruckt. Ilse Aigner freut sich auf. Also letztendlich aufs gemeinsame Singen. Das ist halt was die Seele einfach befreit. Und Singen oder Musik ist Balsam für die Seele und es tut jedem einfach gut. Und man hat eine Gemeinsamkeit, die man dann gemeinsam pflegen kann und das bringt zusammen. Ob mit oder ohne Bierdusche. Ob textsicher oder nicht, grirbig, zünftig und feucht wird's allemal. Und wie gesagt, nur noch 53 Mal schlafen. Oh, wie schön ist doch die Welt. Wir verkaufen Schwiegermutter und versaufen ihr Geld. Ich tu nur, was ich gern tu, ich tu nur, was ich mag. Das Einzige, das muss halt da sein.